Mit Impfstoffen von BASF können Sojaproduzenten größere Erträge und eine höhere Rendite aus ihren Investitionen in das Sojasaatgut erzielen. Unabhängige Versuche belegen eine durchschnittliche Ertragssteigerung von über 135 Kilogramm pro Hektar gegenüber nicht geimpftem Saatgut. Und das über unterschiedliche Standorte und Wachstumsbedingungen hinweg. Millionen Lebewesen leben in jedem Kubikzentimeter Boden auf einem typischen Acker. Einige dieser Organismen können Krankheiten verursachen, wenn sie nicht kontrolliert werden. Andere helfen, verrottetes Pflanzenmaterial abzubauen und setzen Nährstoffe im Boden frei, die Folgekulturen nutzen können. Wieder andere haben Beziehungen mit Kulturpflanzen entwickelt, die beiden Vorteile bringen, wie im Fall der Sojabohne und des Bakteriums Bradyrhizobium japonicum. Wir nennen die Bakterien Rhizobien oder Knöllchenbakterien. Nach der Aussaat setzt das Sojasaatgut beim Austreiben bestimmte chemische Verbindungen frei. Wenn Rhizobien in seiner Nähe sind, entweder weil sie schon im Boden vorkommen oder das Saatgut mit Rhizobien geimpft ist, werden die Rhizobien durch diese chemischen Verbindungen darauf aufmerksam gemacht, dass Sojasaatgut ganz in der Nähe ist. Als Reaktion darauf scheiden die Rhizobien ihre eigenen chemischen Botschaften aus. Spezifische Rezeptoren an den wachsenden Wurzelsprossen der Sojapflanze nehmen diese Botschaften auf. Sehr schnell beginnen dann Wurzelhaare nahe den Rhizobien abzuflachen und sich zu verdrehen. Sie bilden dann eine Tasche aus. Wenn die Rhizobien in dieser Tasche gefangen sind, beginnt der Prozess der Knöllchenbildung. Dieser Prozess ist hochkomplex, doch wir wissen, dass die Rhizobien die Zellwand der Wurzelhaare durchdringen. Sie bilden einen sogenannten Infektionsschlauch, der das Wurzelhaar durchwächst und schließlich in die Wurzelrinde der Pflanze eindringt. Diese Gewebeschicht befindet sich unmittelbar unter der Epidermis, der äußersten Schicht der Wurzeloberfläche. Der sich nähernde Infektionsschlauch stimuliert Rindenzellen, sich schnell zu teilen. An dieser Stelle dringt der Infektionsschlauch dann in eine einzelne Zelle ein. Die Rhizobien rücken in die vereinnahmte Zelle ein und eine symbiotische Beziehung zu beiderseitigem Nutzen entsteht. Wenn sich diese Zellen teilen, bildet sich ein charakteristisches Knöllchen aus. Die Rhizobien werden durch die Pflanze mit Nährstoffen versorgt. Im Gegenzug erzeugen sie aus Luft Stickstoff. Stickstoff in einer Form, die von der Sojapflanze für das Wachstum und die Bohnenbildung genutzt werden kann. BASF. We create chemistry.